Uni-Checker Sven wieder für dich am Start. Heute sind wir in Greifswald an der Universität und neben mir steht Maren. Wir sind hier in einem Fernistik-Kurs. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist Fernistik? Es klingt jetzt irgendwie nach etwas Exotischem. So exotisch ist das gar nicht. Also wir studieren hier in der Fernistik alles, was mit Finnland zusammenhängt. Also die Sprache, Kultur, Literatur. Man kann hier auch Estnisch studieren, das ist mit Finnisch verwandt. Im Bachelor, also es unterscheidet sich zwischen Bachelor und Master so ein bisschen, aber es geht hauptsächlich um Finnland und seine Sprache und was so charakteristisch ist. Das hier ist jetzt der alte Campus von der Universität Greifswald. Das Coole ist wirklich an der Uni, es sind neue Bauten da, es sind aber auch wie hier ganz alte Bauten. Wir schauen uns dann gleich nochmal den Neubau an. Und jetzt haben wir hier im alten Campus einen Termin mit dem Florian. Man hat mir gesagt, der hat so einen roten Flatter an. Ich werde ihn auf jeden Fall erkennen. Und jetzt, ich bin ein bisschen spät dran, muss ich auch schon rein. Also kommt mal mit. So, hier rein. Florian auf uns. Du bist Florian mit dem roten Flatter. Hallo, ja, kein Flatter, ein Talar, aber ja, rot ist er auf jeden Fall. Früher trugen das Professoren in Schwarz und hier der rote Talar ist übrig geblieben von den Pedellen, die sich hier um die Räumlichkeiten kümmern und dort Studenten überwachen sozusagen. Das hier ist ein Karzer mit originalen Tisch aus den 1880ern. Hier wurden Studenten eingesperrt, wenn sie Scheiße gebaut haben oder die Professoren Lust hatten. Das Coole ist halt, dieses knastähnliche Ding hier ist größer wie meine Wohnung zu Hause. Also... schneller, aber trotzdem ist das ein schönes, neues, modernes Pult. Ja, das sorgt immer für viel Begeisterung hier im Raum, auch bei den Führungen. Und ja, zuletzt Frau Angela Merkel hat da mal dran gestanden, Rede gehalten, die ist ab und zu hier. Das hier ist jetzt der neue Campus. Ihr habt hier in diesem Gebäude, im neuen Campus, auch einen ganz besonderen Hörsaal, oder? Ja, wir haben jetzt hier auch den neuen größten Hörsaal in Greifswald in diesem Gebäude über uns mit knapp 500 Sitzplätzen. Das war der neue Campus hier an der Universität Greifswald und jetzt sind wir noch von einer Studentin der Universität Greifswald eingeladen. Wir gehen zu ihr nach Hause, in die WG, sie kocht Kaffee, ich trinke ihn. Hey Jovita! Hey, komm rein! Oh, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du hast jetzt einen Kaffee gekocht. Auf jeden Fall. Ich habe durch meine Jacke dahin, wenn das okay ist für dich. Ich habe 5 Minuten tatsächlich nur bis zu Jovita gebraucht vom alten Campus. Ich kenne das aus Berlin. Man fährt dann 45 Minuten Bus und läuft vielleicht noch 5 Minuten. Sind die Wege hier in Greifswald immer so kurz? Die Wege sind hier wirklich kurz. Egal, wo man in Greifswald wohnt, kommt man immer innerhalb von 10 Minuten bis zum Ziel. Und wenn man zum Beispiel in der Innenstadt wohnt, läuft man 3 Minuten bis zur Uni. Also es ist echt perfekt. Ja, das ist, sie wohnen wirklich mitten in der City. Kannst du dann auch mit deinen Leuten abends mal irgendwie geil feiern gehen, wenn du Lust hast? Auf jeden Fall. Also wir haben coole Bars in Greifswald, Clubs, Studentenclubs, andere Studenteninitiativen. Wir haben Festivals in Greifswald. Also es ist auf jeden Fall viel los hier.